Hey, ihr Höhlenmensch da draußen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Survival Games hier mit unserem neuen schönen Halloween-Skin auf der Halloween-Map des GOMRD-Servers. Ja, ich habe hier schon einen kleinen Halloween-Skin für Halloween, obwohl, gut, in 4 Tagen ist Halloween und ich habe eigentlich noch kein ordentliches Video gebracht. So, jetzt hoffen wir mal, dass wir hier schön Stuff haben. Okay, das war jetzt nicht so glücklich. Okay. Perfekt. Gut, dass ich jetzt nicht die eine Kiste zu Ende gelootet habe, weil hätte ja sein können, dass wir jetzt da nichts Gutes mehr bekommen. Deshalb bin ich erstmal froh darüber, dass ich jetzt überhaupt was habe und ja, jetzt bin ich erstmal dankbar und hau ab. So. Perfekt. Lass uns einfach mal abhauen. Und werden wir verfolgt? Ich weiß es nicht, das ist nämlich Team Survival Games, ne Leute? Da habe ich immer so ein bisschen Schiss, dass mich da gleich so ein Team so richtig ins Visier nimmt und mich dann durchbangt. So, zack. Gut. Gehen wir erstmal darüber. Auf dieser Map gibt es echt unendlich viele Kisten. Man muss sie nur finden, ne? Also, man muss sie nur finden und sie sind eigentlich... Okay, hier ist jemand. Ich esse schnell was. Vielleicht kommt er ja vorbei. Zack, 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 zack. Oh, gut, wir haben ihn noch down. Schnell was essen. Puh, boah, das ist jetzt aber auch ganz schön knapp hier gewesen. Das war aber jetzt auch ganz schön knapp hier. So, perfekt. Mit einem Bogen ohne Pfeile. Ist jetzt nicht so perfekt, aber gut. So, jetzt essen wir noch mal schnell was hier. Mampf, Mampf. Und... dann, glaube ich, gab es hier irgendwo eine Kiste, die man durchs Fenster so erreichen konnte. Ach, wo war die denn? Ein Eisenschwert. Oh mein Gott. Zack. 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 Perfekt. Wir haben ein Eisenschwert, Leute. Bei uns läuft richtig. Wir haben, ich weiß gar nicht, also es gibt ja echt viele Kisten, ja? Und ich bin aber auch schon wieder total aus der Übung, weil ich einfach, ich fühle mich so... richtig komisch fühle ich mich, weil ich einfach total aus der Übung bin und mich jetzt ganz komisch fühle. Ich habe jetzt zwar eine Woche lang kaum Minecraft gespielt und es fühlt sich schon so an, als wären es 3 Jahre. Oh, der ist tot. So. Und Schuhe. Perfekt. Ein Radar hätte ich auch gern. Und ja, dann esse ich noch schnell was. Da vorne ist jemand. Den holen wir uns natürlich auch. Wir haben 11 Pfeile. Das ist mal richtig gut. Okay, er leckt. Oh. Jetzt ganz schnell aufpassen. Weil, okay, in dieser Richtung ist jemand. Das heißt, ganz schnell die Sachen. Oh, den verzauberten Bogen hätte ich gern. Mit Stärke und das verzauberte Schwert auch. 6,25, 6. Okay, das heißt, das ist besser. Und dann müssen wir hier ganz kurz gucken. Na, haben wir kein Feuerzeug? Ja, ich möchte die Sachen jetzt auch nicht hier lassen irgendwie. Nehme ich die Eisenhose mal mit. Und mach das so. Essen kann ja von mir aus hier bleiben, das ist ja kein Problem. Und sonst habe ich echt kein Feuerzeug. Ich habe echt kein Feuerzeug. Ist ja echt krass hier. Ja gut, dann lassen wir die Sachen hier liegen. Egal, wer es findet, der darf es behalten. Gut, auf jeden Fall haben wir jetzt ein bisschen Glück, dass wir da jetzt jemanden getötet haben, der hier irgendwie enchanted hat. Das war echt gut. Und ja, jetzt möchte ich erstmal ein bisschen was ansprechen hier. Und zwar, es tut mir leid, dass jetzt keine Videos kamen in den letzten Tagen. Das lag aber daran, dass ich einfach stinkefaul war. Ich hatte Zeit, ich hätte Videos machen können, aber ich... ihr müsst verstehen, Leute, ich bin halt einfach ein fauler Mensch. Und ja, ich meine, mir macht Videos drehen mega viel Spaß. Ich habe jetzt auch wieder, ich fühle mich total gut, nur ein bisschen confused eben, weil ich jetzt schon ein paar Tage kein Minecraft mehr gespielt habe. Aber sonst geht's mir gut und sonst feiere ich das hier auch richtig, Minecraft. Aber das Problem ist halt wirklich, dass ich nicht immer richtig mich zu allem so, was auf dieser Welt gerade so abgeht, motivieren kann. Und
Nicht, dass mir die Motivation fehlt, sondern dass ich einfach nur faul bin. Daran liegt es nämlich. Es liegt einfach nur daran, dass ich einfach faul bin. Ich bin einfach durch und durch ein fauler Mensch. Dafür gehört mir eigentlich in die Fresse geschlagen. Aber ich denke mir dann immer so, das hat auch irgendwie, glaube ich, seine positiven Dinge, dass ich so faul bin. Weil ich denke mir immer so, alles, was man im Leben macht, bringt einen irgendwie vorwärts, egal was es ist, egal ob es auch schlechte Dinge sind. Irgendwie, man denkt sich, ich denke mir zum Beispiel so, die ganzen schlechten Dinge, die mir jetzt widerfahren sind, die hätten mich jetzt aber nicht zu dem gebracht, was ich jetzt gerade mache. Zum Beispiel würde ich jetzt vielleicht gar kein YouTube machen, würde ich jetzt zum Beispiel was ganz anderes machen, würde ich jetzt zum Beispiel vielleicht ganz anders aussehen, woanders wohnen. Was weiß ich. Ich bin aber somit derzeit gerade glücklich, so wie es jetzt ist. Da oben ist auf jeden Fall einer. Den habe ich nämlich gehört. Hallo? Und das Radar spinnt hier auch irgendwie total rum. Also hier muss doch irgendwo einer sein. Ja klar ist hier einer. Ich höre ihn doch. Aber da stellt sich jetzt meine Frage, wo ist dieser Typ? Ui. Wie kann ich da wohl hin? Das weiß ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht. Ich gehe mal darüber. Vielleicht irgendwie so rum. Natürlich. Oder campt hier irgendwo einer? Dann schnapp ich mir die Sachen. Natürlich, da oben ist jemand. Okay, jetzt habe ich echt ein bisschen Angst. Okay, den Brustpanzer habe ich jetzt aber. Und wenn ich den jetzt erwische und er runterfällt. Oh mein Gott, er ist runtergefallen. Ernsthaft? Wie geil ist das denn? Ich mein Lieber, hab dich aber jetzt down, weil ich einen verzauberten Bogen hatte. Und er hatte zwar auch ein paar verzauberte Sachen, aber da war ich ein bisschen schneller. So. Jetzt gucke ich mal hier ganz kurz. Du gewinnst? Nee, nee, nee. Ich glaube eher, dass die zwei Team machen und die jetzt nicht mich gemeint hatten mit du gewinnst. Ich wette, da ist ein Team jetzt im Deathmatch. Und daran werden wir jetzt scheitern, aber das ist mir komplett egal. Ich habe in der Runde ein paar Sachen angesprochen, die mir wichtig waren, die ich euch eben mitteilen wollte, warum jetzt keine Videos kamen. Aber es kommen wieder jeden Tag Videos. Und das Lustige ist, ich habe ja sogar eine Sims-Folge auf dem PC. Ich müsste sie ja nur schneiden. Aber das Problem ist einfach, ich bin einfach faul. Einfach nur faul. Es scheitert einfach daran, dass ich faul bin. Was ist los? Thomas, jetzt, du musst auch mal ein bisschen das machen, was du möchtest hier, wo du Spaß dran hast. Wie viele leben denn noch? Vier. Würde ich sagen, hole ich mir erst den. Oder ich mische mich einfach böse ein. Da geht sich einer enchanten. Der sieht mich nicht. Ich campe hier jetzt ein bisschen, weil ich möchte nicht böse abgestaubt werden. Lieber staub ich böse ab. Hol ich mir erst den hier. Hallo. Oh, wir haben ihn tot. Und jetzt weg. Der hat Heiltränke. Den benutze ich jetzt. So. Ganz kurz chillen jetzt. Wir haben ihn jetzt nämlich tot. Und jetzt weiß der Typ, glaube ich, nicht genau, wo wir sind. Das bedeutet, wir können jetzt ein bisschen raggen. Wenn die sich jetzt noch befighten, wäre es cool, weil dann wäre es so wenigstens ein 1 versus 1. Aber die machen wahrscheinlich Team. Die Team wahrscheinlich da drüben. Moment, ich spick mal so ein bisschen. Nee, also es sieht jetzt nicht unbedingt so aus. Also sie stehen jetzt zumindest nicht beieinander. Ich hole mir trotzdem mal den Kompass. Ich bin trotzdem so ein bisschen. Ja, natürlich. Ey, das ist doch. Ey, Leute.
Themen im Deathmatch, ey. Leute, das ist immer so eine Sache. Wenn ich das Team jetzt noch zerlege, was ich überhaupt nicht glaube, aber dann bin ich echt ein bisschen stolz auf mich, ja? Ey, Team im Deathmatch. Das ist echt ein bisschen kacke, oder? Also ich finde das scheiße. Hier im Deathmatch zu Team, ich weiß ja auch nicht. Aber die haben einige Hits kassiert. Ich weiß ja nicht. Also die verkriechen sich so und dann hüpfen die runter und geben mir die Monster-Hits wahrscheinlich. Oh, und? Oh, GG. So, wir haben die jetzt noch im Deathmatch gefickt, ein Team. Und die haben sich auch noch verkrochen. Also, gut, Leute. Also ich muss ehrlich gesagt das sagen, ich weiß nicht, also Team SG hin oder her. Aber man muss doch hier nicht im Deathmatch teamen, oder? Also im Deathmatch gut. Natürlich, ich würde den jetzt ignorieren, aber wenn er jetzt vor mir stehen würde, ich würde meinen Teamkollegen genauso umklatschen, weil ich mir denke, Deathmatch, viel Spieler, wenn da zwei Leute teamen und dann sind hier zwei Leute wieder alleine und dann geht das Team vielleicht abstauben und die machen dann 1 versus 1. Naja, ich weiß nicht, ob das jetzt unbedingt so toll ist. Auf jeden Fall war das eine coole Runde. Wir haben einige Leute getötet. Vielleicht könnt ihr mir es ja mal in die Kommentare schreiben, wer aufmerksam war. Auf jeden Fall wollte ich euch hier noch die neue Lobby zeigen. So. Und ich finde die neue Gommel-Lobby richtig schön. Hier mit diesem schönen Kürbiskopf, mit diesem schönen Skelett und mit diesem schönen Zombie. Auf jeden Fall, Leute. Ich freue mich irgendwie mega auf Halloween. Ich habe heute eine Reise gebucht für Weihnachten. Da freue ich mich auch schon. Erzähle ich in einem anderen Video. Auf jeden Fall, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Und ich würde einfach mal sagen, haut rein. Macht's gut und ciao.